Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Heute möchte ich euch bereits im Mittwoch begrüßen. Hälfte der Woche ist geschafft, zweite Hälfte schaffen wir auch. Ja, dann ist mir in der gestrigen Aufnahme aufgefallen, dass ich da ein bisschen leise war. Nun habe ich noch mal ein bisschen am Mikrofon gestellt und ja, hoffe natürlich, dass es jetzt besser ist. Ihr könnt mir gerne dazu ein paar Rückmeldungen geben. So, ja, heute drehen wir Hafer an. Der Helfer ist auf der 4 unterwegs und drillt Sonnenblumen an. Ja, und dann sind unsere Felder soweit alle vorbereitet. Ja, hier hätte ich noch ein bisschen mehr lassen können. Okay. Ja, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden. Erstmal ist es bloß ein Leihgerät. Die neue Horststelle hier. Aber ich denke mal, wir werden die Pinke austauschen. Ja. Denke ich mal, werden wir so machen. So, hier denke ich mal, ist das okay. Ja, ich weiß, dass einige von euch doch so auf Realismus getrimmt sind. Und ich habe ja in der Zwischenzeit von meinen Jungs, liebe Grüße sind raus an euch, gelernt, Vorgewende sollte man immer Fahrzeuglänge plus Gerät, was angehangen ist, mal 2. Habe ich so gelernt. Ja gut, hier vorne habe ich jetzt ein bisschen wenig. Hinten denke ich mal, sollte okay so sein. Ja, damit man halt nicht auf das frisch angedrillte fährt. Und trotzdem noch auf dem Feld genügend Platz zum Wenden hat. Es sei denn, man hätte jetzt halt oben und unten nicht die Bäume, sondern bloß einen ganz normalen Grünstreifen oder einen Feldweg oder so. Dann nicht. Aber dadurch, dass wir ja Bäume, Büsche und so weiter oben und unten zu stehen haben, ja, mindestens 2 Fahrzeuglängen plus Gerät. So, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch wenn es jetzt erst das erste Mal ist, dass ich so angrille, sonst sind wir ja immer im Kreis gefahren. Ja gut, ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber okay. Wenn man da so ein bisschen aufpasst, klappt das eigentlich ganz gut. So, ja, morgen muss ich da mal schauen, was wir in der morgigen Folge machen. Gut, der Helfer muss jetzt warten, bis ich hier fertig bin.
Habe ich mir noch nicht überlegt, was wir da machen? Müssen wir mal sehen. Irgendwas fällt uns bestimmt schon ein, was wir dann morgen zum Donnerstag machen können. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Montagsfolge noch nicht online. Das dauert auch noch ein bisschen. Ich denke mal, es ganz so schlecht sieht es ja nicht aus, was ich hier mache. Ansonsten könnt ihr mir das ja gerne in den Kommentaren schreiben, wenn das noch nicht so korrekt ist, wie ich das jetzt hier mache. Aber ich denke mal, fürs erste Mal ist das ganz okay. Ich denke mal, so schlecht sieht das gar nicht aus. Ja, und ich denke mal, die wird schon auf dem Hof bleiben. Ich denke mal, da wird die Pinke dann verkauft und die wird dann bleiben. Ja, ansonsten, wie gesagt, Hälfte der Woche ist geschafft, zweite schaffen wir auch. Sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Ja, das DDR-Projekt kommt nach wie vor ziemlich gut bei euch an. Da freuen wir uns natürlich riesig drauf über die diesen Aufrufezahlen. Auch die Abo-Stellen natürlich. Ein herzliches Willkommen an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bleibt und wenn ich euch das ein oder andere Mal vielleicht in den Kommentaren lese. Aktuell sind wir nämlich. Vor der Aufnahme waren wir bei 519 Abos. Ja, 519. Und ich freue mich über jeden einzelnen von euch.
den größten Verdienst daran haben natürlich meine Jungs. Ohne die wäre ich noch lange nicht so weit. So, naja, da haben wir die langen Bahn ja schon wieder fast geschafft. Sieht doch ziemlich gut aus. Ich bin mal gespannt, ob das Akku reicht. Aber bis jetzt sieht es ja eigentlich relativ gut aus. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob wir nachladen müssen. Naja, geht ja doch mit dem Vorgewende lassen. Leichter als gedacht. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare dazu, wie ihr das seht. Aber ich denke mal, so ist das schon okay. Aber ich merke gerade, ich glaube, ich habe von der falschen Seite angefangen. Wir hätten von der kurzen Seite anfangen müssen. Weil wenn ich nachher hier die Querbahn mache, komme ich ja trotzdem auf das Angedrillte. Und das sollte ja nicht so sein. Die merken wir uns fürs nächste Mal. Dass wir von der kurzen Seite anfangen müssen. Würde sich, denke ich mal, besser machen. Ja gut, aus Fehlern lernt man. Wir können es halt bloß beim nächsten Mal dann besser machen.
So, aber ich denke mal, der Rest, der ist okay so. So, ja, der Schlepper könnte mal eine kleine Reparatur vertragen. Habe ich jetzt über die Wintermonate versäumt. Aber gut, solange wir seine Arbeit macht, denke ich mal, ist das vollkommen okay. Auf alle Fälle denke ich mal, dass die Drille bleiben wird. Ja, dann sind wir ja hier auch schon fast mit durch. Dann bleibt ja bloß noch das Vorgewende übrig.
So, da mache ich jetzt, das mache ich jetzt mal anders. So, dann ist das schon mal weg. Die Bäume kommen uns auch nicht in die Quere. Ja, ich habe einfach von der falschen Seite angefangen. Ich hätte hier drüben an das kleine Stück anfangen sollen. Denn wäre ich mir auch nicht so in die Quere gekommen. Aber gut, ist jetzt halt wie es ist. Wir kümmern uns dann ums Vorgewände. So, dann noch hier. Ja gut, da weiß ich denn, wie gesagt, fürs nächste Mal Bescheid, dass ich halt von der kurzen Seite anfangen muss. Und wenn ich dann die kurze Seite fertig habe, dass ich oben dann schon mal das Vorgewände fertig machen muss. Sonst wird das nämlich nichts. Naja, dafür üben wir das ja, damit wir das lernen.
So, aber ich denke mal, im großen Grenzen ist das eigentlich schon ganz okay. So, aber ich denke mal hier oben, das werde ich jetzt alleine machen. Für euch soll es das erstmal gewesen sein. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, einen schönen Mittwochnachmittag. Tschüss.